Schönen guten Tag, liebe Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zur allerersten Folge vom großen Nintendcast. Ja, Leute, das allererste Format auf meinem Kanal, was ich zusammen mit dem Akata starte. Und es ist wie ein Podcast aufgebaut. Also wir wollen wirklich wie ein Podcast reden. Das heißt nur Nintendcast, weil wir halt über Nintendo-Themen reden, über neue Spiele, über Thematiken, auch über Bosse oder allgemein kleine Einfälle, die uns so kommen. Einfach mal ein etwas längeres Format, wo wir wirklich nur labern, frei aus der Seele heraus. Und ihr könnt es euch einfach anhören, nebenbei, wenn ihr irgendwas macht. Dafür ist der Nintendcast einfach perfekt. Und zwar habe ich mir vorgenommen, Leute, jetzt haltet euch fest, in jedem Nintendcast eine Amiibo zu verlosen. Und zwar heute ist Wario dran. Heute will ich Wario an euch verlosen und zwar, weil es halt ein Audioformat ist, was eigentlich nur darauf basiert, dass ihr es hört, habe ich mir gedacht, werde ich irgendwo einen kleinen Soundfile bzw. irgendwo ein Wario-Geräusch einbauen, also Wario, wie er seinen Namen ruft. Aber für euch ist ja nur wichtig, wie ihr gewinnen könnt. Und zwar müsst ihr einmal das Wario-Geräusch hören und müsst mir genau die Minute und die Sekunde per Privatnachricht auf YouTube schreiben. Nicht hier in die Kommentare, Leute. Einfach per Privatnachricht auf YouTube und im nächsten Nintendcast werde ich dann den Gewinner preisgeben und ihn die Wario Figur verschicken. Und natürlich im gleichen Moment haben wir beim Akata auch noch ein Part hochgeladen. Erster Link in der Videobeschreibung, checkt es auf jeden Fall ab. Ich würde sagen, das war's mit dem Intro. Wie gesagt, es ist ein Format in Überlänge. Lehnt euch zurück, zockt irgendwas nebenbei, macht irgendwas. Viel Spaß! Ich würde sagen, wir beginnen den ersten Nintendcast mit der Frage zu Mario Odyssey. Ob deine Wünsche, beziehungsweise sind schon manche Wünsche von dir in Erfüllung gegangen, die du am Anfang hattest, als wir den, wir hatten ja zuerst nur den Switch, als die Switch vorgestellt war, hatten wir den Trailer. Und dann hatten wir ja letztendlich da in dem Switch-Trailer war dann ja so ein bisschen Mario Odyssey-Inhalte. Da haben manche gesagt, das ist nur ein neuer 3D-World-Teil und sowas. Aber jetzt wissen wir ja mehr, jetzt wissen wir, was es ist und wurden deine Wünsche bis jetzt schon erfüllt, also manche. Also, bei mir war ein Hauptwunsch, dass es ähnlich wird wie Mario Sunshine und Mario 64 und deshalb würde ich sagen, ganz klipp und klar, absolut. Ich meine, Mario 64, da wollte ich, dass man einzelne Welten hat, wo man alles erforschen kann, wo man einzelne Sterne hat, das war in Mario Sunshine ja auch so und aus Sunshine wollte ich, dass man ähnlich wie Drake weg, dass man sozusagen einen kleinen Partner hat, dass man so ein extra Gimmick hat und jetzt hat man Cappy und deswegen würde ich sagen, dass absolut alle Wünsche erfüllt worden sind bis jetzt. Ja, bei mir sieht es genauso aus, ohne Witz. Ich finde es auch richtig geil, dass es sich in die Rubrik zu Mario 64 und Sunshine einordnet. Das finde ich richtig geil. Und wir hatten dann ja auch, glaube ich, gar nicht mal so lange war die Wartezeit, bis wir letztendlich die Aufklärung hatten, was es ist, mehr oder weniger, bis wir Odyssey hatten. Richtig geil, dass sie auch am Anfang das ein bisschen verschleiert haben. Dass man am Anfang, hat man ja nicht mal gesehen, was Cappy eigentlich kann. Ganz am Ende von dem ersten Trailer, weißt du noch, wo er aus dem Gully kam? Am Anfang sieht man die Odyssee immer von links nach rechts in Metro Kingdom, also in New Donk City. Dann sieht man Mario rausspringen aus dem Gully und er hat die Cappy und er läuft einfach in die Kamera. Und alle dachten erstmal, was ist das hier, die echte Welt und was macht Mario da? Und ganz am Ende hat er doch in so einem weißen Screen, hat er doch letztendlich Cappy in die Kamera geworfen, kam zurück und dann hatte Cappy, also die Cap in dem Fall, hatte dann so Augen. Und dann wussten wir erst, okay, die lebt, wie krass ist das denn? Und da haben manche schon gesagt, weiß ich noch ganz genau, wir auch hier im Teamspeak bei uns haben wir gesagt, ey, das ist doch locker Luigi. Luigi ist in seiner Cap gefangen oder irgend sowas und sie müssen es lösen. Überleg mal. Und danach war es ja im Endeffekt so, dass man, ich glaube, 1 oder 2 Monate später einfach gesehen hat, was Cappy dann wirklich war. Aber wäre lustig gewesen, wenn wir zum Beispiel zu dieser Zeit schon die Kanäle hätten und Theorien gemacht hätten, könnten wir vielleicht drüber lachen, aber ja, haben wir im Endeffekt nicht. Ja, sehe ich auch so. Und dann hatten wir jetzt auf jeden Fall immer mehr News, die durchrücken. Und morgen kommt auch bei mir noch ein richtiges Info-Video. Also es sind noch weitere Infos rausgekommen. Ein richtig geiler Shit. Ja, was sind denn so deine Befürchtungen, also, weiß ich nicht, mir fällt gar nichts ein. Ich habe so ein Video letztens auf YouTube gesehen, da hat einer auch über seine Ängste bzw. Befürchtungen geredet, über die Sachen, die ihn vielleicht stören könnten. Ich weiß nicht, also mir fällt jetzt, im Groben hatte ich ja mal was so auch mit Firebro aufgenommen, dass so irgendwie, ja, dass es kacke wäre, wenn so 100 Münzmissionen, die gibt's jetzt aber wiederum, es gibt 100 Münzmissionen. Das haben wir jetzt schon bestätigt, man kann diese im Crazy Cap Shop, kann man diese Monde kaufen für 100 Münzen, also eigentlich indirekt gibt es diese 100 Münzen Mission, aber man muss dazu sagen, 100 Münzen sind eigentlich gar nichts. So, wenn du stirbst, verlierst du 10, du kriegst für einen Gegner ein und da sind allgemein voll viele Münzen, extrem viele Münzen, auch Blöcke und sowas, wenn du die öffnest. Also ich habe schon, es gibt Sachen, die kosten im Crazy Cap Shop 1200, habe ich gesehen gestern, eins, was 1200 kostet, irgend so dieser Smoking, dieser schwarze Anzug, der kostet glaube ich 1200 Münzen und 100 Münzen, Leute, come on. Also ist auch nicht so schwer, also nicht so schlimm, die 100 Münzen schnell zusammenzurücken. Also ansonsten Sachen, die mich stören. Also was ich befürchte, ist vielleicht wirklich, also was glaube ich, was ich aber nicht glaube, dass es so sein wird, aber was kacke wäre, wenn wirklich, ja, nicht mal Luigi oder sowas seinen kleinen Auftritt hat, dass bekannte Mario-Charaktere komplett rausgenommen werden, obwohl, ja,
Mario Odyssey, Leute, ist ja einfach das ganze Mario. Das ganze Mario-Planet, der gesamte Planet. Also normalerweise, jetzt auch gerade ganz aktuell, Mario Luigi Superstar Saga, das Bohnenkönigreich müsste auch irgendwo da sein, meiner Meinung nach, oder? Das wäre absolut geil. Also, ich meine, die haben es geschafft, Isle Delfino so lange zu verschleiern. Da kam es ein bisschen raus und wenn das Bohnenkönigreich da wäre, wäre es halt mega cool, ne? Weil irgendwo in der Mario-Welt muss es ja theoretisch sein. Aber, naja, mal sehen, ob die es überhaupt eingebaut haben. Vielleicht als Easter Egg auf einer Karte oder so wäre mindestens cool. Jetzt nochmal zurück zu den Ängsten. Ich habe Angst, dass es viel zu leicht wird. Also, dass man wirklich in ganz kurzer Zeit einfach durch ist mit allem. Ich meine, man hat schon gesehen, eine Welt hat über 60, 70 Monde. Das war, glaube ich, so. Ja, ja, 69 und Monde alle im Sandkönigreich. Ja, deswegen, also theoretisch sieht es dann auch aus, dass es wirklich lange geht, aber ich habe trotzdem Angst, dass man halt schnell durch ist, weißt du? Wenn man 2 Stunden spielt, 10, 20 Monde, das wäre ganz easy. Also vor allem, wenn wir spielen, ich meine, ich zocke zwar schon alles schnell, aber beim Theo ist es noch schlimmer. Ihr werdet es beim Stream sehen, wenn Odyssey rauskommt. Wirklich, er hat es nach 5 Stunden, hat er wahrscheinlich über 70% des Spiels, ey. Ohne Witz. Also, davor habe ich Angst, aber naja, mal sehen. Ja, ja. Also, das Ding ist, ey, man muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich einer, der schnell spielt, hast ja schon gesagt. Das ist aber auch, weil ich so viel spiele, dann, wenn das Spiel raus ist. Also, ich investiere wirklich, wenn es ein Spiel ist, was mich richtig interessiert und auch, wo ich mich richtig drauf freue, und Odyssey ist einfach so ein Titel. Ich opfer jede Millisekunde meiner Freizeit, Leute. Das ist einfach so. Und das ist ja eigentlich auch, das sind die geilsten Spiele. Wenn so welche Spiele auf dem Markt sind, wo man wirklich draußen ist und man denkt, oh Gott, wann komme ich wieder nach Hause und kann endlich weiterspielen. Diese sind Gedanken, das soll ein Spiel eigentlich haben. Und ich finde es geil, das ist bei Odyssey, jetzt habe ich schon. Also ich spüre schon richtig, wie es kommt. Das war bei Breath of the Wild jetzt bei mir zuletzt. Und ich freue mich einfach jetzt. Zum Beispiel Breath of the Wild war aber auch so ein Ding. Ich war ziemlich schnell voran, aber Leute, Breath of the Wild, ganz ehrlich, die 900 Crocs, das ist unmenschlich. Und so ähnlich wird das auch mit den Monden sein. Ich will zwar alle Monde haben, weil die Monde sind die Hauptsache, die man dort einsammeln kann, aber über 600 Monde soll es geben von den Königreichen, die wir jetzt kennen. Und es sind jetzt gerade wieder ein paar Sachen durchgesickert, dass es eventuell noch ein, zwei Königreiche gibt. Leute, also wenn es 600, 700, vielleicht sogar 800 oder eventuell knacken sie sogar die magische Zahl 1000, Leute, 1000 Monde. Ich bitte euch, also das ist absolut krank. Deswegen glaube ich nicht, dass es so schnell, also es gibt aber, deine Befürchtung ist, glaube ich, ein bisschen begründet, weil wir sehen ja immer das Segel, beziehungsweise über den Globus, der an der Odyssee ist, da sehen wir immer so eine Zahl. Und das sind relativ wenig Monde, die man braucht, um ins nächste Königreich zu kommen. Also die Anzahl, die man braucht, um ins nächste Königreich zu fliegen letztendlich, die sind relativ gering. Das war irgendwie, ich glaube, man braucht nur 8 oder so, um vom Cascade-Königreich ins nächste zu kommen. Also das erste Königreich, wo man Monde kriegt. Ja, ist so. Also ich weiß, ich, guck mal Leute, ich habe das Spiel nicht mehr gespielt und ich weiß nur aus Gameplays und sowas, wo ich easy cheesy 5 Monde aus dem Cascade-Königreich herbekomme. Direkt. Also deswegen, das ist eigentlich relativ schnell so, bis man ins nächste Königreich kommt. Aber ich glaube, sie wollen das auch, dass man erstmal sozusagen relativ schnell in die Königreiche kommt, dann wiederum auch in den Königreichen mit diesen komischen Bildern, mit den Portalen, die man gesehen hat, dass man dann hin und her reisen kann, ganz schnell einfach, und dass man dann sozusagen noch der Entdeckertrieb geweckt wird letztendlich, oder? Ja, also so wäre es eigentlich, das wäre eigentlich die beste Lösung, ne? Dass man erst vielleicht in einen Bereich sehr viele Sachen sammelt, dann geht man ins nächste Königreich, aber in diesem Königreich kommt man nicht weiter, weil man im vorherigen Königreich das machen muss. Dass man immer wieder hin und her geht und viel Abwechslung geboten wird. Und noch eine kleine Angst von mir ist, dass man jetzt schon alle Königreiche kennt. Ich meine, wir haben Isle Delfino, Pilzkönigreich. Was bleibt noch von dem, was man jetzt so angeteased bekommen hat? Was bleibt da noch? Ich hoffe, Nintendo hat da viel geheim gehalten. Ich hatte diese Angst bereits bei Breath of the Wild, aber das wurde komplett weggehauen. Das heißt, sie haben so wenig theoretisch gezeigt bei Breath of the Wild, was mich absolut gewundert hat, weil das Spiel einfach so groß ist. Und ich hoffe, das ist bei Odyssey auch so, aber ich habe die Befürchtung, dass schon alles gezeigt wurde. Also es ist ja so, guck mal, es gibt jetzt ein paar Sachen, die durchgesickert sind. Es sind, also ich weiß nicht, bei Mario 64 waren es ja, glaube ich, 16 Welten. Und das ist das Ding. Also ich kann mir vorstellen, dass wir, wie gesagt, wir wissen ja offiziell von Nintendo, dass die immer Sachen verschleiern. Jetzt gerade offiziell ist eine neue Map gekommen. Darüber mache ich ein extra Video morgen, Leute, werdet ihr sehen. Und da ist auf jeden Fall eine Map. Und dort haben wir unten wieder diese Palmblätter, wo wir wissen schon, die heißen Forgotten Island. Forgotten Island heißen die komischen Blätter. Die sind auch so komisch, was wir gesehen haben mit dem Dino, mit den Palmblättern, was wir auch schon im Gameplay gesehen haben und auch auf der Map gesehen haben. Und da ist das Ding, da haben die den Namen jetzt bei der neuen Map, haben die nicht mal eingetragen. Obwohl es schon diese Sticker, es gibt ja verschiedene Sticker, mit denen man die Odyssey ausschmücken kann. Und da ist der Forgotten Island Sticker mit diesen Palmblättern und sowas, der ist schon da. Also
es ist offiziell, dass es das ist, aber sie verschleiern das trotzdem. Genauso ist es jetzt auch mit dem Mushroom-Königreich. Das haben die auch verschleiert, komplett noch gar nicht. Die haben noch nichts revealed eigentlich. Die haben es nur bei den Amiibo-Verpackungen, hatten die das schon drauf, aus irgendeinem, war das ein Fehler oder nicht? Oder wollten sie es durchsickert oder nicht? Es ist nun mal so, dass wir jetzt auf auf der ganz neuen Map wiederum haben, da steht Mushroom Kingdom drauf und da steht jetzt auch Peach Castle drauf als Ort sozusagen zum Entdecken, als Hauptstadt. Also es gibt ja meistens zum Beispiel Metro Kingdom, New Donk City steht auf der Map. Also man ist im Metro Kingdom, aber man ist eigentlich nur in New Donk City. Und so ist es auch. Also man kann zu Peach Castle, man sieht es ja auch bei diesem einen Bild, wo man reinspringt. Deswegen, ich glaube nicht, also ich glaube auch, dass das keine, dass du das nicht befürchten musst, weil ich glaube, da werden noch ein, zwei... Also ich denke, wir werden so um die 15 Königreiche haben am Ende, glaube ich. Ja, so viel? Also das wäre richtig... Das ist echt viel. Also man hat zwar schon gesehen, dass die Königreiche ziemlich groß sind, deswegen hatte ich halt Angst, dass man halt schon einiges von den Königreichen gesehen hat, aber dass das Königreich im Endeffekt so viel größer ist, dass man halt keine Angst haben muss. Aber ich fände es halt cooler, wenn man halt komplett ein Königreich gar nicht gesehen hat, nichts dazu weiß und einfach reingeschmissen wird. Ja, so wie es halt da war. Das finde ich auch. Das finde ich auch am besten. Also, wie gesagt... Das Geilste wäre wirklich, wenn man wirklich nach Isla Delfino kommt, Digga. Das wäre sowas von geil, ne? Ja, das wäre das Geilste. Ja, das Ding ist, wenn man dahin kann, was sieht man dann von Isla Delfino? Das heißt, sieht man die Overworld, sieht man eine bestimmte Map von Isla Delfino? Kann man zu allen Welten von Isla Delfino? Das ist halt so, keine Ahnung. Irgendeins muss ja draus gekriegt werden, weißt du? Also, ja, also ich würde mir wünschen, wenn man einfach, ja, wirklich, ich weiß nicht, also das ist wirklich die Frage, wo man da landet, ne? Also ich würde mir wünschen, dass wir wirklich da auf den Hauptplatz kommen und sowas und da einfach wieder erkunden können, die ganze, so, nicht die ganze Insel, sondern nur, Delfino Plaza, weißt du? Oder dass Delfino Plaza so abgeändert wird, dass man ohne Einschränkung, also bei Isla Delfino war es ja eh so, dass diese Delfin-Rieseninsel ist. Das wird zu krass, hör auf, dass man dann einfach, diese große Insel einfach... theoretisch war es ja so bei der GameCube, dass wenn man in die Ferne gesehen hat, hat man dort eine andere Welt gesehen, die man auch besuchen kann. Also wenn man in verschiedenen Maps war, war es halt geografisch, konnte man sehen, was wo liegt. Das heißt, man konnte sich ein Bild von der Insel machen. Was ist, wenn es jetzt so gemacht wurde, dass die komplette Insel geografisch komplett genau nachgestellt wird? Das heißt, man kommt nach Isla Delfino, wenn man nach links läuft, kommt man zu diesem Karussell und so weiter, zu dieser Karussellinsel oder was es auch immer war. Man läuft rechts vom Plaza entlang, kommt man dahin, dann kann man zum Vulkan und so. Das ist einfach geografisch perfekt in das Spiel eingebracht wird und dass man einfach nicht mehrere Welten hat, sondern eine große Isla Delfino-Insel, wo alle Maps sozusagen schon integriert so sind. Geil. Weil im Endeffekt, Sunshine ist ziemlich geil, aber es ist inzwischen so alt, dass die Maps jetzt nicht so groß waren. Also wirklich, wenn man das sich jetzt genau anschaut, die sind nicht so groß. Ja, stimmt schon. Und alle zusammen, wenn man alle zusammen addiert aus Mario Sunshine, ergibt wirklich vielleicht ein Kingdom aus Mario Odyssey. Deshalb würde es für mich richtig Sinn ergeben. Ist echt so, also ohne Scheiß jetzt. Ist wirklich, da hast du recht. Also es ist wirklich relativ klein im Vergleich. Also das Sand Kingdom, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie riesig das ist, alleine innen und außen und dann noch die Eishöhle und alles, was damit verbunden ist, diese kleine Oase, wo Lakitu angelt und alles, was da ist alleine und dann natürlich noch Toast Arena, also diese kleine Hauptstadt, sag ich mal, wo die ganzen Leute noch leben, wie groß das ist eigentlich. Und dann haben wir noch das Rodenkönigreich, was ich auch zu den Großen zähle und natürlich Metro und Luncheon Kingdom, was für mich die Großen noch sind, auch geografisch sieht man, die sind einfach riesig, so, deswegen... Ist das wirklich, wenn man dann auch, man hat das ja gesehen, bei dieser einen Map hat man ja Isla Delfino gesehen, wie klein auch das eigentlich nur ist, so, auch geografisch so auf der Map, der Delfin ist ja ein Mini-Furz im Vergleich zu den anderen Landmassen, sag ich mal, das ist ja wirklich lächerlich, deswegen glaube ich, das könnte vielleicht sogar hinhauen, dass sie, das wäre absolut krass, oder nicht, dass sie das einen verschleiern, das wäre absolut geil. Also, wäre mega geil, ohne Witz, das wäre wirklich der Punkt, wo ich sagen würde, das hat für mich Also Mario Sunshine ist es ja, kann man ja eigentlich nicht vergleichen jetzt mit Odyssey, aber wenn man halt vom Zeitstempel ausgeht, das heißt im Jahre 2003 so, zu diesem Moment Mario Sunshine verglichen mit Mario Odyssey jetzt, könnte Odyssey komplett alles niedermähen, also auch Mario 64, weil Breath of the Wild hat für mich schon alle anderen Zeldas geschlagen, weil es halt wirklich, auch von der Zeit her, wie gesagt, die Zeit beachte ich, Leute, es ist nicht so, dass ich Wind Waker 10 Jahre her und Breath of the Wild ist jetzt, nein, zum Vergleich mein damaliges Ich und mein heutiges Ich. Das heutige Ich wird wahrscheinlich fand Breath of the Wild insgesamt wahrscheinlich besser als Wind Waker, obwohl Wind Waker halt mein absolutes Lieblings-Zelda ist. Und ich glaube, Odyssey wird das schaffen. Ohne Witz, ich glaube, Odyssey wird das schaffen, dass man einfach das Gefühl von Mario 64
wie damals hat, weißt du? Dass es vielleicht sogar besser wird. Das kann ich mir das absolut wird locker, vorstellen. Also ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, Mario Odyssey wird das Beste, das Größte, das Gigantischste und das Umfangreichste und das geilste Mario überhaupt. Ich bin mir einfach sicher. Und überleg mal, mir ist gerade noch ein Einfall gekommen. Wir wissen ja, man kann in Peach's Castle und du weißt ja auch, wie das von drin aussieht, mehr oder weniger. Es ändert sich zwar immer, so ein bisschen von Mario zu Mario, aber wenn sich das Spiel das will sich ja einreihen bei Sunshine und bei Mario 64, dann müssten die Orte, die auch dort wiederholt werden, müssten ja so aussehen wie da. Und überleg mal, du kannst in die Gemälde springen oder sowas. Ich würde komplett alles niederschreien. Warte mal. Ey, das ergibt voll Sinn. Das heißt, man ist bei Peach Castle und das ist die Overworld. Und dann kann man in den verschiedenen Räumen, vielleicht zwar nicht zu allen Maps aus Mario 64, aber man kann zum Beispiel auf die Maps zugreifen, die man schon hat. Das heißt, man geht links in den Raum als erstes, dann ist das da. Vielleicht ist das Peach Castle ist wahrscheinlich ein bisschen abgeändert, angepasst an Odyssey. Aber in Mario Galaxy zum Beispiel gab es ja schon mal eine Throwback Galaxy, wo man halt in Wumms Wuchtal oder wie das hieß, da konnte man rein. Ja, ja. Und ich glaube, dass ein, zwei Maps vielleicht dort gemacht werden und das Peach Castle an sich dann dafür da ist, dass man sich zu den verschiedenen Orten hinteleportieren kann, so zum schnell dahin kommen. Ja, aber wo ist dann die Odyssey da? Vielleicht ist dann die Odyssey ganz vorne, da wo du also theoretisch weiter kannst mit der Odyssey. Du fliegst dann nicht zurück, sondern gehst zurück zum Peach Castle und von dort aus kannst du dann in die Gemälde oder sowas in der Art. Vielleicht ist das die Option, um zurückzureisen. Und mit der Odyssey kannst du eigentlich immer nur nach vorne reisen. Also ich weiß nicht, wäre eine Option, das wäre geil, wenn das so ein Portal-Hub wäre, so eine Hub-Welt, so eine Overworld, wo du einfach auch in die Türen gehst und da sind halt die Portale zum Metro-Kingdom und überall kannst du sozusagen schnell reisen, dass das denn dein Ort ist, dass du vielleicht in der Odyssey, was sie vielleicht noch verschleiert haben oder sowas, dass in der Odyssey selbst vielleicht so ein Porträt ist von Peach's Castle, wo du dann immer schnell reingehst und dann bist du da. Ja, Leute, ey, das wäre absolut krass. Okay, lass mal nächstes Thema machen. Wir sind echt ein bisschen abgedriftet, aber Leute, das ist einfach das geilste Thema überhaupt hier. Was ist dein Lieblingskönigreich bis jetzt und warum? Von denen, was man bereits gesehen hat. Die wir jetzt gesehen haben, ja. In Mario Odyssey, also nicht als Isla Delfino oder so. Okay. Ja, klar, warte, ich muss mir erstmal alle vor Augen haben, damit ich es genau sagen kann. Also, ich muss echt sagen, es ist so schwer. Ich glaube, das Luncheon Kingdom. Ja, das sieht wirklich richtig geil aus. Also und Cascade Kingdom. Ich kann es nicht sagen. Also wirklich, es ist richtig, richtig schwer. Aber doch, ich neige zu Luncheon Kingdom, weil einfach diese Grafik, das sieht so geil aus. Beziehungsweise der Grafikdesign. Es erinnert mich halt voll an Wind Waker. Diese einzelnen Polygone und so. Einfach dieser clean, schöne Look, weißt du, das ist sowas von zeitlos. Ohne Witz, das wird in 100 Jahren geil aussehen. Und deshalb liebe ich sowas. Auch wenn die realistischen Welten auch geil sind, aber ich bin eher der Fan von sowas wie, wie gesagt, das Luncheon Kingdom. Finde ich auch, ey. Ohne Witz, ich bin hin und her gerissen. Ich finde bis jetzt so. Ich finde das Cascade Kingdom und das Wooden Kingdom, ich mag ja so Wald, Grün mit Pflanzen und so, ich finde sowas immer geil zu erkunden. Deswegen auch Yooka-Laylee, ne? Das erste ist mal ein bisschen abgedriftet, aber Yooka-Laylee war für mich einfach nur die erste Welt spielbar. So. Und das andere war so dunkel und düster und Eis und Schwimmlevel und so ein Sumpflevel. Und das grüne Level, das geilste eigentlich, also allgemein in Spielen, sowas fesselt mich immer. Und deswegen war Yooka-Laylee meiner Meinung nach nicht so gut, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht mal zu gefloppten Jump'n'Runs können wir mal einen Tencast machen. Aber Cascade Kingdom, Wooden Kingdom sind für mich so, obwohl, wie gesagt, ich trotz dass es eigentlich ein Wasserlevel ist, Seaside Kingdom, ne? Wie geil sieht das bitte aus, ey? Ja, also wirklich richtig, richtig krass. Ich meine, Wasserlevel haben ja immer den Ruf, dass es kacke ist, aber das gehört auch wirklich zu meinen Favoriten, ne? Also direkt hinter Luncheon Kingdom, würde ich sogar sagen. Ja, also ich finde, das sieht so geil aus. Und auch dieses Sunshine-Feeling, was man kriegt. Alleine, dass du auch dort mit dem Dreck weg mit diesen kleinen Tentakel-Heinis da rumfliegen kannst und alles. Das ist ja so geil, weißt du? Das ist so heftig. Und auch diese Anspielung auf Mario 64, diese Truhen mit der gleichen Kombination sogar, weißt du? Wie geil ist das, ey? Ich dreh durch. Normalerweise ist man unter Wasser langsam, langweilig und so. Aber man grabt sich einen Cheep-Cheep und düster durchs Wasser so. Nintendo weiß inzwischen einfach, unter Wasser, wenn es wirklich große Passagen sind, wo man langsam schwimmt, wird es langweilig. Deshalb einfach einen Cheep-Cheep schnappen und kann durch das Wasser düsen, beziehungsweise auf dem Wasser düsen, auch wie es in Mario Sunshine möglich war. Also da gibt es wirklich mega geile Möglichkeiten. Ey, was noch so eine kleine Befürchtung ist mir gerade eingefallen, das Snow Kingdom, also das Schneekönigreich, da haben wir bis jetzt auch nicht viel gesehen. Also
wir haben am Anfang nur gesehen, wie man ankommt, wie Mario extrem friert, weil er noch nicht sein Winterkostüm hat und extrem friert, und es ist ein krasser Wintersturm, so ein Schneesturm, und da ist das Ding, erst sah das für mich so ein bisschen aus, okay, das ist ja so düster und windstürmig und man sieht ja gar nicht, wo man hinläuft, und weil es alles so dunkel ist und so verweht alles, aber dann später, ich glaube, das ist nur die Ankunft in dem Königreich, weißt du, dass man später letztendlich das Outfit kriegt, also dieses Eskimo-Outfit, sag ich mal, von den Bewohnern, diese kleinen Robben oder diese weißen, roten Dinger, du weißt, was ich meine. Ja. Und dass man dann letztendlich, dass es dann so eine richtig schöne Eiswelt wird, dass man auch einen schönen Überblick hat, alles schön weiß ist. Und Eiswelten finde ich an sich immer richtig geil, auch in Mario-Spielen. Sowas darf nicht fehlen, und ich finde das an Jump'n'Runs immer richtig geil. Und dann haben wir natürlich noch dieses Rennen gesehen, wo Mario in eine Robbe oder in dieses weiße Ding reingeht, und das sieht einfach so geil aus. Da freue ich mich auch richtig drauf, auf das Schneekönigreich. Ja, und ich glaube, im Schneekönigreich kann man so viel machen. Ich glaube, da wird es so ein kleines Dorf geben von diesen Leuten dort. Ich will die jetzt nicht Eskimos nennen, weil in meinem Video habe ich Eskimos gesagt, die Leute meinten, das wäre rassistisch, aber ich war egal. Was? What the fuck? Nein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Bewohner, die dort sind, sehen halt richtig cool aus, und stell dir vor, so ein kleines Dorf mit so Iglus und so, was richtig cool sein kann. Und im Schneekönigreich, beziehungsweise in einem Schneekönigreich kann man so viel machen. Allein schau dir mal 3D World an. Diese Schlittschuhe da, wo man rumfahren kann und so. Stell dir vor, man kann mit Cappy dann zum Beispiel ähnlich wie so eine Blume dann irgendwas anderes nehmen, womit man mit Cappy dann surfen kann oder so. Das wäre doch richtig lustig. Oh, wie geil. Ja, das wird doch, nee, das wäre so geil. Also, wie bei Breath of the Wild, ey, wir wissen ja schon, auf Cappy. Ja, ja. Ey, alleine wie die sich eh schon austoben, weißt du, die toben sich so aus, kreativmäßig jetzt, meine ich, in Odyssey. Und dann noch das mit einer Eiswelt verbunden, ey, das wird so krass. Also ich bin richtig gespannt auf auf Snow Kingdom. Ja, was ist denn so deine Lieblingsverwandlung? Also, was du mit Cappy letztendlich, das ist ja auch deren Stichwort immer so, Capture, weißt du, mit Cap und Capture, ja, so ja, übernehmen. Wurde auch im Deutschen so gemacht, ne? Wie haben die das genannt? Auch Capture? Ja. Echt? Wusste ich gar nicht, krass. Ja, okay, glaub, was ist so dein Lieblings? Was war nochmal das deutsche Wort für Capture? Kapern? Nee, oder? Ja, genau, Kapern. Haben die das genommen? Kapern mit, nein, C geschrieben, doch? Nein, cool. Oh Gott. Doch, im deutschen Trailer. Ich fand das richtig cool. Den Trailer habe ich heute Kapern gesehen. Ja, Kapern mit C. Oh, die sind echt geil, ey. Also, ja, was ist so deine Lieblingsverwandlung? Ich würde sagen, ich habe gerade das Bild offen, wo man alle Sachen sieht. Also am geilsten ist es wahrscheinlich, mit dem T-Rex rumzuwüten. Der Panzer, boah, ist wohl richtig cool zum in der Stadt halt rumschießen und so. Ich würde aber sagen, diesen Feuerball, in dem Feuer da rumzuspringen, ich glaube, das ist am coolsten, oder? Oder ein Bullet. Ja, das sieht halt richtig cool aus. Alles ist halt richtig cool, aber T-Rex, Feuerball und Panzer finde ich bisher am coolsten. Finde ich auch. Also eigentlich allgemein finde ich fast alles cool, außer Goomba. Okay, Goomba ist auch eigentlich cool, wenn man diese übereinander stapeln kann. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Ist auch lustig. Ich freue mich auf alles. Oder das Stück Fleisch. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast mit dem Stück Fleisch. Mario kann sich in so ein riesen Stück Fleisch irgendwie verwandeln, oh, okay, so, und das dann bewegen. Das ist so im Lunching Kingdom auf diesem großen Berg, wo man raufklettert. Auf jeden Fall. Meine Lieblingsverwandlung, Leute, das ist eine gute Frage. Eigentlich finde ich wirklich, bis jetzt, was man gesehen hat, oh, okay, ey, ich hab ne alles zerberstende Antwort, und zwar dieser Dino in diesem einen Königreich, wo man nur mitgleiten kann. Oh, ja, Mann. Stimmt. Der ist echt gut, ey. Stimmt, das ist wirklich das Geilste. Und Yoshi natürlich, wenn der noch kommt, also dann dreh ich durch. Wenn Yoshi, ey, boah, ich freue mich so auf Yoshi. Genau, nächste Frage, wir machen mal weiter, weil wir sind schon über 20 Minuten, aber das ist ja egal. Sind über 600 Monde, wir wissen jetzt, es gibt also mindestens über 600 Monde, mindestens gibt es jetzt schon. Also ist das zu viel? Ist das eventuell so am Ende wie bei die Crocs bei Breath of the Wild? Manche hatten ja auch nicht die Motivation, die zu sammeln, wie ich zum Beispiel. Ich habe es am Ende bis heute, Leute, ich mach's vielleicht noch. Also ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Deswegen, ich weiß nicht, Leute, ich sammle vielleicht die Crocs noch, aber 600? Crocs hat eher so einen Stellenwert wie Münzen. Also Crocs sind halt viel weiter verbreitet als Monde. Deswegen glaube ich, dass wir, also ich und du werden, glaube ich, eh jeden einzelnen haben. Ja, aber muss. Aber ob für die Leute so viel ist, ich weiß nicht. Also ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen. Ich gehöre zu denen, entweder alles oder halt, oder man fühlt sich halt so unwohl, wenn man halt so läuft, hier könnte einer sein, weißt du? Und bei mir ist es dann so, dann muss ich entweder alles sammeln oder es wird zu viel für mich. Und dann habe ich so dieses Gefühl so, ich muss jetzt so. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die einfach sammeln und alles mitnehmen, was sie können. Und der Rest ist dann egal. Aber bei mir ist es so, ich muss alles einsammeln. Aber ich glaube, bei mir auch. Zu viel gibt's nicht. Also wirklich, ich glaube, zu viel gibt's einfach nicht.
Glaube ich auch nicht. Und auch gerade, wir haben jetzt schon gesehen, wie kreativ und auch, dass sie überall sind. Die sind überall und die, die ein bisschen schwerer versteckt sind, die kannst du dir dann letztendlich auch mit diesem komischen Hint-Tod, mit dem Hinweis oder mit diesem Papagei, kannst du dir helfen lassen. Also ich denke, das wird alles, und du hast ja deine Liste auch noch, die du letztendlich blättern kannst, haben wir im Sand Kingdom gesehen. Eine riesen Liste, wo dir noch was fehlt. Und ich glaube, das ist auch geografisch ein bisschen aufgeteilt, hoffe ich mal. Und ansonsten hilfst du dir, ich glaube, zu jedem Mond haben die noch eine einzelne kleine Textbox beziehungsweise ein, zwei Textboxen gemacht, wo der Tod dir letztendlich hilft bei, wo der sein könnte, Leute. Also ich hoffe, dass 600, über 600 Monde nicht zu viel sind und dass man die auch ohne Internet lösen kann. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht am Ende einfach so ein stupides Walkthrough, so ein Guide sich einfach reinzieht und dann alles abarbeitet. Das wäre auch ein bisschen gay. Deswegen hoffe ich, dass das so läuft, dass man die 600 Monde auch so kriegen kann. Das wäre dann auf jeden Fall nicht so viel und ich, ohne Witz, bin richtig motiviert, die alle einzusammeln. Ja, ich auch. Ist es bestätigt, dass es mehr als 600 geben soll? Ja, also es gibt so eine Range, ich glaube 30 bis 50 oder so. Ja, pro Welt. Soll in jedem Königreich. Aber ey, das ist eh schon gebrochen. Es gibt dann im einen Königreich 69, bestätigt, 69 Monde im Sand Kingdom. Wenn man so durchschnittlich von 60 ausgeht und wir kennen ja, bestätigt sind ja 7 Königreiche, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 mal 6 ist wie viel? 42, das heißt 420 Stück. Ja, okay, das stimmt. Vielleicht sind es doch nicht so viele, wenn du es gerade so nochmal das erwähnst. Ich gucke mir die gerade nochmal an, die Königreiche. Wir haben zum Beispiel einmal das Cap Kingdom, da gibt es keine Monde. Also jetzt gibt es keine Monde. Das kannst du abziehen. Ja, stimmt. Ja. Minus 60 dort oder 70. Dann ja, obwohl. 350 aber ungefähr. Hast du das Tropical dazu gezählt? Guck mal, wir haben zum Beispiel das Cascade König, da gibt es Monde auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt 420 wieder. So, und wenn man dann noch Mushroom Kingdom und Isla Delfino dazu zählt, wenn die denn kommen sollten, aber ich wüsste keinen Grund, warum die nicht kommen sollten und warum man nicht dort 560 Monde. 560 dann ungefähr. Ja, wenn man durchschnittlich mit 60, ist vielleicht schon ziemlich hoch, aber wir haben zum Beispiel noch ein paar Landmassen, die noch gar nicht betitelt sind. Zum Beispiel über dem Seaside-Königreich ganz rechts auf der Map, da ist einfach ein Cut letztendlich. Da haben die das bisschen rausgezoomt letztens, also jetzt bei der letzten Map. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch noch was kommt. Und in der Mitte neben dem Snow Kingdom haben wir noch was. Und das Metro Kingdom, musst du dir mal reinziehen, wie riesig das ist. Das ist schon fast lächerlich. Und links haben wir den Yoshi-Kopf. Das ist bestimmt Yoshi's Island oder sowas. Kann ich mir 100% vorstellen. Muss einfach sein. Ja. Also ich denke, da kommen, ich glaube, wir kommen über 10, 12 Königreiche so jetzt mal über den Daumen. Ey, das wäre so geil. Also wo man Monde sammeln kann, weißt du? Ja, das wäre schon so richtig cool. Fett. Ey, ich hoffe, wir kennen wirklich nicht viel. Stell dir vor, dass diese Welten plus noch Pilzkönigreich und Aldelfino wäre zwar trotzdem geil, aber stell dir vor, da kommen noch das Doppelte an Königreichen dazu, die man einfach nicht, wo man einfach nichts gesagt hat. So ja, geil. Ja, so kleine, vielleicht haben sie auch ganze Landmassen noch gar nicht aufgedeckt, so, dass sie die einfach komplett weggelassen haben. So, da sind dann nur diese komischen Grafen, die letztendlich die geografische Lage, aber letztendlich haben sie die gar nicht aufgemalt. Dazu, weißt du? Ja. Das wäre geil. Also wie gesagt, Leute, Mario Odyssey bietet viel mehr, als wir vielleicht denken. Ja, wie soll man das Ganze noch toppen? Das ist so eine Frage, die habe ich mir letztens mal gestern Abend so gestellt. Guck mal, Mario Odyssey. Also die haben jetzt alle Asse, die sie haben, ausgespielt, so gut wie. Also bei Sunshine haben sie sich ein bisschen beschränkt, nur auf eine Insel, eine Sommer, so, ja, im Stil von einer Sommerinsel letztendlich, so mit Sommer, Sonne, Strand und Meer. Da haben sie sich drauf beschränkt, eigentlich ist das ein bisschen schade. Bei 64 war es schon so ein bisschen so, dass sie ein bisschen Abwechslung hatten. Natürlich Welten, alles war, da war abwechslungsreich ohne Ende. Und jetzt haben wir die totale Abwechslung mit der totalen Größe, mit einer geilen Grafik, mit einer geilen Engine, mit unendlich vielen sammelbaren Objekten. Also später kann es ja eigentlich nur noch, wenn wir letztendlich schon den ganzen Planeten jetzt haben, können wir eigentlich nur noch ins Universum. Und da haben wir unsere Galaxy. Deswegen wäre das auch wieder unnötig für diese Reihe. Also was glaubst du, wie soll man das noch toppen? Also das habe ich mir auch schon bei Breath of the Wild, diese Frage habe ich mir so oft gestellt. Breath of the Wild, stimmt, wie soll man das toppen? Mario Odyssey. Das ist unmöglich. Auch. Wie soll man das toppen? Ohne Witz. Ich glaube aber, es ist möglich. Ich glaube, wir sind jetzt, weil wir im Hier und Jetzt sind, sind wir vielleicht so ein bisschen, ja, weil wir, das, was wir aufnehmen, können wir ja nur wiedergeben. Wir können ja nicht im Kopf so irgendwie ein komplett neues Spiel kreieren. Vielleicht zwar ein, zwei Ideen, aber trotzdem, das ist ja ein Riesenteam. Die sind da ja komplett drinne. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass einfach ein anderer Planet kommt mit anderen Welten und so weiter, aber dass halt ein ähnliches Konzept benutzt wird. Vielleicht kommt sogar für die Switch so wie Mario Galaxy Odyssey 2 oder so einfach mit vielen neuen Welten, weißt du? Dass dann einfach diese Story dann vielleicht weggelassen wird und dann einfach mal eine schöne Welt kriegt oder so. Aber keine Ahnung, ich kann mir es
ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich weiß es auch nicht bei Zelda. Ja, Breath of the Wild. Man kann es vielleicht also wird diese Engine wiedergenommen und eine neue Welt wird kreiert, neue Sachen, neue Items und so. Es gibt immer mal wieder Sachen, die man so ausbessern kann. Aber solange wir das Spiel nicht haben und denken, okay, das ist nicht so, das ist nicht so, können wir es halt echt nicht sagen. Es ist halt echt, momentan kann, glaube ich, keiner diese Frage beantworten. Nicht mal die Macher selbst. Glaube ich auch. Also wirklich, man muss auch sagen, guck mal, da kommen noch bestimmt DLCs, also die wird es 100% geben jetzt bei Odyssey. Und wie werden die ablaufen? Natürlich, ich glaube, neues Königreich, das ist so das Ding erstmal. Ich glaube, das erste DLC wird so ein kleines sein mit neuen Outfits, neue Monde vielleicht auf den Maps, auf den Kingdoms schon so, die sie einfach reinpatchen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass eventuell mit dem großen DLC, was dann kommen wird, 100%ig wie bei Breath of the Wild, dass dann ein neues großes Königreich kommt zum Exploren. Und da freue ich mich auch drauf, erstmal das noch. Aber wie man das toppen soll, das Ganze. Also, ich denke, es ist nicht immer die Größe, die das Ganze ausmacht. Jetzt haben wir zwar die Größe und es ist einfach geil und wir rasten aus hier vor Freude, aber guck mal, bei Isla Delfino hatten wir nur eine Insel mit mehreren Orten und weiß ich nicht, die kann man ja auch letztendlich noch größer und umfangreicher gestalten, die einzelnen Welten. So, weiß man da nicht. Kann man vielleicht noch so machen, wenn man zum Beispiel wieder auf eine Insel kommt, eine, die man jetzt nicht befahren hat vielleicht bei Odyssey und die einfach auch extrem ausschmückt mit auch verschiedenen Welten, wo du reingehst, die auch extrem riesig sind, weil geografisch der ganze Planet ist riesig so und letztendlich, wir haben ja Metro Kingdom jetzt auch nur New Donk City, weißt du, das ist das Ding, das kann ich mir einfach vorstellen, dass wir einfach nochmal isoliert in einem kleinen Königreich einfach noch eine Größe haben, die vielleicht auch an Odyssey rankommt, aber halt in einem Königreich ist so, also es ist immer möglich, so von der Größe das nochmal zu toppen. Ja, aber sonst, es ist halt echt kaum möglich, wie gesagt. So, und jetzt noch eine Sache zum Schluss, Leute. Und zwar ein ganz wichtiges Thema, was ich auch immer lese, der Mond. Meinst du, der Mond wird erstmal in Odyssey, der Mond wird spielbar sein, der wird begehbar sein, vielleicht gibt es auch, vielleicht sogar mehrere Königreiche auf dem Mond, man weiß es nicht. Und glaubst du auch, dass die Hasen vom Mond kommen? Was glaubst du? Also, ich glaube zunächst mal, dass Nintendo hiermit zeigen wollte, dass sie auch gut wieder zurück können mit der Zeit. Also allgemein in den letzten Jahren, nach der Wii U, was ein bisschen halt untergegangen ist, sage ich mal, insgesamt wurde es ja nicht so gut verkauft, haben sie jetzt wirklich, wie du schon gesagt hast, alles ausgepackt und ich glaube, dass sie hier nicht nur Sunshine, Mario 64, sondern auch Galaxy mit eingebracht haben, weil es halt die erfolgreichsten Mario-Spiele aller Zeiten waren und wenn jetzt Odyssey noch mit dazu sticht, fände ich es halt auch geil, dass man auch vielleicht ein paar beim Mond halt vielleicht noch ein paar Welten hat, beziehungsweise Abschnitte hat, die einfach an Mario Galaxy erinnern. Zum Beispiel gab es ja im Lunchtime Kingdom diese gleichen Herausforderungen wie bei Mario Sunshine. Und ich fände es einfach geil, wenn man den Endkampf auf dem Mond hat. Das fände ich richtig cool. Vielleicht auch irgendwas mit der Gravitation und so weiter, weil das Konzept von Galaxy ist halt richtig cool. Und es ist halt auch einfach möglich, wenn man da mit Cappy dann rumfliegt und so. Anstatt diesen Stern hat man dann Cappy, weißt du? Das wäre halt auch noch so eine Sache. Ein Astronaut. Vielleicht sogar, ja, so ein Astronaut-Outfit oder so, oder dass man... Gibt's ja schon, weißt du, von Mario. Das gab's ja auch in der Vergangenheit schon. Das habe ich sogar auch mal im Video verwendet. Stell dir vor, dann ist Cappy dieser Anzug und man kann mit so einem Antrieb dann ein bisschen durch die Luft fliegen oder so. Das wäre, keine Ahnung. Also kreativ absolut geil. Ist das Spiel absolut und sowas könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, ja. Und man muss sich auch ein bisschen hinterfragen, ich glaube, diese Hasen, diese Bruder, die sind auch so eine Anspielung auf Hochzeitsplaner sollen die sein für Bowser und Peach und da ist das Ding, wenn die vom Mond kommen, wenn diese Hasen-Mond-Geschichte aus der japanischen Mythologie irgendwie so stimmen sollte und die wirklich vom Mond kommen und die Frage ist, wo wird die Hochzeit stattfinden, weil ich glaube, es kommt zur Hochzeit und Mario muss da reinplatzen und dann stürmt er letztendlich die Hochzeit und dann kommt es zum Endkampf. Ich glaube, es wird schon alles so rausgezögert, dass er ihn nicht vorher aufhalten wird, Bowser. Das denke ich schon. Auch das Setting ist, glaube ich, ganz lustig anzusehen. Da ist die Frage, wo wird die Hochzeit sein und ich weiß nicht, Peach Castle kommt da erstmal so, aber das glaube ich nicht. Ohne Witz, weil wir haben gesehen, dass einer aus dem Lunchtime Kingdom da schon reingesprungen ist in so ein Bild, weißt du, von Peach Castle. Also es gibt ja auch so ein Bild von Peach Castle, wo er einfach reingesprungen ist. Und deswegen, wenn man da schon vorher hin kann und so, dann ist das nicht so episch. Und ich glaube auch nicht, dass Bowser seine Hochzeit in Peach ihren Castle macht. So, das macht keinen Sinn. Ich glaube, dass die Hasen ihre Hochzeit planen. Ja, also die sind ja die Hochzeitsplaner, dass die das dann auf dem Mond planen. So, das wäre ja ultra geil. Bowser hat ja immer so ein fliegendes Schiff, auch in Paper Mario, in sonst immer. Und stell dir vor, er fliegt sein Castle dann auf den Mond und macht dann dort so die Hochzeit, weißt du? Das wäre so geil. Also würde ich komplett durchdrehen. Die haben ja auch diese komischen, diese Segel, also sein Schiff hat ja auch diese Segel, die Odyssey auch hat, diese komischen Segel, wo man auch die man auch mit Monde füllen muss oder sowas. Also ich weiß nicht. Also ich kann mir viel vorstellen noch für Odyssey. Ansonsten
Würde ich sagen, sind wir jetzt auch langsam beim Ende, oder hast du noch was anzuteasen? Wir könnten noch kurz über Galaxy 3 reden. Das, genau, ich wollte noch mal kurz darüber reden, wie ist es? Also es wurde gesagt von diesem einen Erzähler, dass wenn man alle Mode einsammelt, dass eventuell, oder dass was passieren soll. So, das hat er gesagt, so wortwörtlich. Also irgendwas soll passieren, man schaltet irgendwas frei. Und das passt auch zu Mario, wenn man die 100% bzw. alle Monde holt, dass dann irgendwas auch passiert. Das ist einfach Nintendo, dass die einen belohnen. Selbst bei den Crocs, die nicht mal so relevant waren, hast du noch einen goldenen Scheißhaufen bekommen, Leute. Und ich glaube, dass wir da... Also was glaubst du? Was kriegt man, wenn man alle Monde einsammelt? Das Ding ist, ich würde sagen, zwar ein Königreich freischalten, aber das sind da ja dann nicht alle Monde. Oder ein Königreich, wo man halt keine Monde hat, schaltet man frei, so ein extra Dings. Mhm. Isa Delfino eventuell. Oder ein richtig cooles Outfit, so Gold Mario oder so. Ja, sowas, selbst sowas wäre schon cool. Also würde ich auch mich schon zufrieden geben, einfach mit einem goldenen Mario da durch die Welt zu rennen. Oder eventuell ein Charakter oder sowas, das wäre auch cool. Oder einfach, oder eine kleine Anspielung auf den Mond denn oder so mit Galaxy 3. Ich weiß nicht, sowas irgendwie, dass wir mal wenigstens ein bisschen was kriegen. Vielleicht Rosalina oder ey, wie geil wäre das so, ey. Ich würde durchdrehen, komplett. Ja, Leute, das war's mit der ersten Folge vom Nintendcast, ja. Einfach über Mario Odyssey ein bisschen philosophiert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es so findet, was ihr so denkt zu dem Format allgemein und eventuell Themen, ja, worauf ihr Bock habt. Und einfach, wenn ihr ein interessantes Thema schon findet in den Kommentaren, dann liked das einfach hoch, weil umso mehr Daumen das nach oben hat, das eine Thema, umso ja, mehr werden wir uns darum kümmern. Dann sehen wir, okay, darauf habt ihr Bock. Und wir haben sowieso eigentlich Bock, allgemein über Themen zu reden, ganz rund um Gaming, Nintendo. Deswegen, uns ist das letztendlich wurscht. Und ich würde sagen, guckt bei Makata vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theodore.